Aufgabe, eine Straße für eine moderne, mechanisierte Armee während des Vormarsches instand zu halten, ist praktisch ein Krieg im Kleinen. Der zurückgehende Feind unterminierte Straßen und sprengte Brücken, um den Vormarsch aufzuhalten. Aber diese Versuche des Gegners waren nur beschränkt wirksam im Vergleich zu den Verzögerungen, die von der Natur verursacht wurden. Es goss tagelang. Die Straßen hatten sich in flussartige Gebilde verwandelt. Das überflutende Wasser drohte den Straßenunterbau fortzuschwemmen. Aber Geschütze und Panzer mussten in Bewegung bleiben. Nachschub und Ausrüstung, die so dringend an der Front benötigt werden, kamen auf den Straßen einfach nicht mehr weiter. Die Wiederinstandsetzung der Straßen war die erste Aufgabe der Pioniere während des Italienfeldzuges. Es gibt einen Pionierleitsatz beim Straßenbau: weg mit dem Wasser und her mit dem Schotter. Mit ein paar Wagenladungen rohen Gesteins kann man zunächst einmal vermeiden, dass die Straße weggeschwemmt wird. Aber der einzige Weg, um alle Schwierigkeiten zu beseitigen, ist die Drainage. Wenn man nicht zu spät kommt und die Flut sich nicht von selbst einen eigenen Weg gesucht hat, so genügt schon die Anlage guter Entwässerungsgräben, um das Wasser in die Flüsse und Bäche zu leiten. Jeder verfügbare Mann und jede Maschine muss herangezogen werden. Selbst die Planierraupen wurden zur Schlammbeseitigung benutzt. Sobald das Wasser abgeleitet ist, wird eine erste Schicht grobes Gestein aufgelegt. Auch ausgefahrene Spuren und Granattrichter werden damit aufgefüllt. Eine Lage Steine oder Schotter macht eine Straße widerstandsfähig. Sie wird sogar mit der Zeit immer besser. Die Fahrzeuge fressen den Untergrund immer fester zusammen. Im Allgemeinen nimmt man jedes Material, das man finden kann. Aber Steine sind am besten. In der Nähe von bombardierten Städten und Ortschaften lässt sich das benötigte Material leicht aus den Ruinen entnehmen. Wieder wird die Planierraupe eingesetzt. Im Gebirge wurden alle Steinbrüche ausgenutzt. Zuerst muss man den oberen Teil der Wand nach losem Gestein untersuchen und alles, was herunterfallen könnte, entfernen. Nachdem das lose Gestein aus dem Wege geräumt ist, geht eine andere Gruppe mit Aufreißhämmern vor, um Sprenglöcher für die Ladungen zu bohren. Ein paar Mann werden bestimmt, um Ladungen und Zündschnur anzubringen. In Brand gesetzt. Größere Felsstücke müssen mit Hämmern zerschlagen werden. In jedem Fall muss ein Posten zur Beobachtung von fallendem Gestein aufgestellt werden. Weiter unten wird ein Steinbrecher aufgestellt, damit das lose Gestein leichter von der Planierraupe erfasst und der Zerkleinerungsmaschine zugeführt werden kann. Außerdem kann man noch viel Zeit und Arbeit sparen, wenn man Standplätze in verschiedenen Höhen einrichtet. Besonders viel Gestein kann gewonnen werden, wenn man in Schichten arbeitet. Alles, was man braucht, sind ein paar Männer mit einem Luftkompressor, Sprengstoff, eine Planierraupe und einen tragbaren Steinbrecher. Meistens wird das Gestein zuerst vorne und dann hinten eingeladen, wobei sich der Wagen langsam bewegt. Man muss aber bei dieser Methode sehr vorsichtig sein. Man kann den LKW leicht ruinieren. Sobald die LKWs ausgeladen sind, wird das Gestein verteilt. Dabei muss man beachten, dass die Straßenmitte höher als der Rand anzulegen ist. Im Allgemeinen wird eine Lage von etwa 15 cm benötigt. Bevor die täglichen Reparaturen ausgeführt werden können, muss man Schlaglöcher, Sprengtrichter und ausgefahrene Spuren mit irgendwelchem Material auffüllen. Wo eine Brücke zerstört war und der Verkehr zur Front trotzdem aufrechterhalten werden musste, wurden Furten gebaut.
Zuerst werden Felsblöcke aus dem Wege geräumt. Das Flussbett muss planiert werden. Manchmal muss eine Lage Grobkies aufgetragen werden, damit die Räder einen geeigneten Untergrund haben. Überall, wo es möglich ist, werden auf beiden Ufern geeignete Zufahrwege angelegt, um die Überquerung des Flusses zu erleichtern. Eine andere Art, eine behelfsmäßige Furt anzulegen, besteht darin, einen Knüppeldamm zu bauen. Aber man muss die Stämme gut verankern, sonst schwimmen sie davon. Ein guter Rat für Fahrer: nicht zu schnell ins Wasser fahren, sonst bohrt sich der Wagen zu tief in den Grund. Wenn man einen festgefahrenen Wagen aus dem Wege räumen muss, beschädigt man meistens die Furt. Außerdem hält man den Verkehr auf und verliert wertvolle Zeit. Auf vielen Kriegsschauplätzen bestand die Aufgabe der Pioniere nicht nur im Straßenbau. Viele Städte waren große Schutthaufen. Zuerst mussten die gegnerischen Minen geräumt werden, dann konnte man in Sicherheit mit Planierraupen und Baggern an die Räumung der Straßen gehen. Die Fernverkehrsstraßen mussten unter allen Umständen offen gehalten werden, um den Nachschub an die Front zu sichern. Eine weitere Aufgabe der Pioniere bestand darin, die einzustehenden Mauern, deren Stützen durch die Bombardierungen gelitten hatten, zu entfernen. Stets besteht die Gefahr, dass sie zusammenbrechen und den Verkehr bedrohen. Manche von ihnen wurden mit einer Winde zu Fall gebracht. Besonders feste und schwer abzutragende Mauern wurden durch Sprengladungen beseitigt. Ehe sich der aufgewirbelte Staub gelegt hatte, rollten Löffelbagger schon den Schutt in die wartenden LKWs. Kurz darauf wurde derselbe Schutt bereits zum Straßenbau verwendet. An manchen Plätzen gab es überhaupt kein anderes Material als diesen Straßenschutt. Jede moderne Armee ist auf gute Straßen angewiesen. Aber auch eine gute Straße ist nie fertig. Man muss sie dauernd in Ordnung halten. Je besser die Straßen sind, umso schneller können wir Panzerwagen, LKWs und den Nachschub an die Front bringen.